Ich bin Nico vom SDS, wir sind der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband, der Studierendenverband der Partei Die Linke. Und wir haben einmal im Monat einen Roten Mittwoch, wo wir einen Vortrag zu einem mehr oder weniger relevanten Thema machen, aber es geht auf jeden Fall jeden Monat einen Vortrag. Heute geht der Vortrag, den ich halte, über die Drogenpolitik in verschiedenen Ländern und die Folgen und beziehungsweise was meine Meinung ist, was man in der Drogenpolitik besser machen könnte. Da habe ich den Vortrag einfach mal in so ein paar Unterpunkte sortiert. Ich gehe erstmal darauf ein, was ist eigentlich eine Droge? Mit dem Wort assoziiert man viel, ist sehr häufig negativ konnotiert und was genau ist jetzt die Definition und ist es überhaupt wissenschaftlich, Droge zu sagen? Dann gehe ich auf die Gesetzesgebung von einigen interessanten Ländern ein, also wo die Gesetzesgebung sich halt von vielen anderen Ländern auf dieser Welt unterscheidet, denn die ist tatsächlich nicht immer so verschieden. Und natürlich auch auf Deutschland, weil wir hier irgendwie in Deutschland sind, dann macht es natürlich auch Sinn, darauf einzugehen. Dann gehe ich mal kurz auf die legalen Drogen ein, die fast überall eben legal erhältlich sind. Alkohol, Nikotin und Koffein. Ja. Und danach kommt so ein bisschen Meinungsteil. Erläutere ich dann, wie ich denke, dass eine bessere Drogenpolitik, eine humanere, funktionieren könnte. Und am Ende dieser Meinung schließt ihr den Vortrag dann ab und dann könnt ihr diskutieren, euch einbringen, wie ihr wollt. So, dann fange ich direkt mal an mit, was ist überhaupt eine Droge? Es gibt immer wieder sehr viele verkürzte Definitionen, die man hört. Zum Beispiel, Drogen sind Stoffe, die abhängig machen. Aber da muss man sich natürlich angucken, es macht sehr vieles abhängig. Wir sind nach ganz vielen Sachen abhängig, ob es Wasser oder Kohlenhydrate oder sonst was ist. Also Stoffe, die abhängig machen, das passt schon mal nicht so ganz. Und da fallen halt auch solche sogenannte illegalen Drogen, die wir haben, wie LSD oder Psilocybin, fallen da halt raus, weil die machen nicht abhängig. Dann gibt es noch sowas wie Mittel zum Rausch. Und das ist auch wieder nicht ganz korrekt. Denn Drogen wirken immer auf das zentrale Nervensystem über die Neurotransmitter, schütten da zum Beispiel Serotonin oder Dopamin oder andere Neurotransmitter aus, die dann einen gewissen Effekt erzielen, beziehungsweise gibt es natürlich eine riesige Palette an chemischen Substanzen und bei ganz vielen wissen wir einfach auch nicht, wie sie wirken. Aber ein Mittel zum Rausch kann auch etwas ganz anderes sein, ein Gewaltrausch, zum Beispiel fließt dann sehr viel Adrenalin durch den Körper oder beim glücksspielsüchtigen Spielerausch, sehr viel Dopamin, wenn er gewinnt. Also Mittel zum Rausch versteht es auch noch nicht ganz richtig als das, was wir irgendwie als Droge verstehen. Aber wir kommen dem Ganzen schon ein bisschen näher, denn wir haben gerade erfahren, die wirken über das zentrale Nervensystem anscheinend. Und dann gibt es einen wissenschaftlichen Begriff für, das ist psychoaktive oder psychotrope Substanz. Und Drogen ist sozusagen der Straßenbegriff, ein unwissenschaftlicher und wertender Begriff für psychotrope oder psychoaktive Substanz. Und die psychoaktiven Substanzen, die sind einmal ein bisschen unterteilt. Da gibt es einmal die Psychopharmaka, das sind zur Behandlung psychischer Störungen, neurologischer Krankheiten, da fallen die meisten Medikamente drunter. Halluzinogene, die verändern die Wahrnehmung, fallen Psychedelika drunter, Dissoziativa oder sowas. Stimulantien, die sind anregend auf den Organismus, Empathogene oder sowas fallen da drunter. Analgetika, das sind Schmerzmittel und Aphrodisiaska, das sind eben Steigerung der Libido, zum Beispiel ganz bekannt Viagra. Dann komme ich zur Gesetzesgrundgebung. Keine Sorge, es wird nichts krass juristisch, weil da hat, glaube ich, niemand so wirklich Lust drauf. Jedes kleine Gesetz, das jetzt unter Gesetz, das im BTMG in Deutschland gibt, durchzugehen, das ist nicht schön. Ich habe es versucht, mir erstmal, also nicht komplett, aber zum Großteil durchzulesen. Das kann ich nicht empfehlen. Ist auch tatsächlich gar nicht so wichtig. Das BTMG, das ist unterteilt in zum Beispiel eine Betäubungsmittelverschreibungsordnung, also BTMG steht für Betäubungsmittelgesetz, so.
das unterteilt in eine Betäubungsmittelverschreibungsordnung, Betäubungsmittelbinnenhandelsverordnung und Betäubungsmittelaußenhandelsverordnung und Betäubungsmittelkostenverordnung. Und da gibt es dann bestimmte Richtlinien. Aber interessanter ist natürlich, wie unterteilt das Betäubungsmittelgesetz halt die gewisse psychoaktive Substanzen bzw. Drogen ein. Da gibt es in Deutschland drei Anlagen. Das erste ist Anlage 1, das ist nicht verkehrsfähig. Da fallen so die klassischen Drogen meistens drunter, die illegalen, die wir kennen. Also die bekanntesten: Heroin, LSD, Kokain, auch Cannabis. Ja, dann gibt es Anlage 2, das sind verkehrsfähige, aber nicht verschreibungsfähige. Das sind meist Grundstoffe für die Herstellung von den Anlage 1 Substanzen. Die Coca-Blätter fallen da drunter. Und dann Anlage 3, das sind einfach verschreibungsfähige bzw. verschreibungspflichtige Substanzen. Da fallen dann die meisten Medikamente, also das alles, was man in der Apotheke holen kann, fällt da runter. Medikamente. Ja, sonst haben wir, wir haben in Deutschland seit 1994 gab es dazu noch den sogenannten Cannabis-Beschluss, der sagt, es kann bei geringen Mengen von einer Strafe abgesehen werden. Und da gibt es dann eine ganz unterschiedliche Handhabung je nach Bundesländern. Also in Bayern zum Beispiel wird eigentlich nie von einer Strafe abgesehen. In NRW wird beim ersten Vergehen unter 10 Gramm eigentlich immer von einer Strafe abgesehen. Aber das kann auch nach Berlin ist bei 15 Gramm, kann von einer Strafe abgesehen werden. In Niedersachsen bei 6 Gramm. Das ist halt immer ein bisschen verschieden. Das hat für Gras nochmal ein bisschen eine geregelte, eine andere Ordnung, auch wenn dieser Cannabis-Beschluss halt sehr schwammig ist und verschieden ausgelegt werden kann. Was wir sonst noch bei Bundesländern für verschiedene Sachen haben, beziehungsweise nicht Bundesländer, sondern bei Städten, gibt es halt häufig Konsumräume in verschiedenen Städten. Da kann man unter Aussicht zum Beispiel Heroin oder sowas in der Richtung was nehmen unter ärztlicher Aufsicht mit sterilen Spritzen und so weiter. Das ist halt auch je nach Stadt und Bundesland immer sehr unterschiedlich. In München zum Beispiel gibt es gar keinen Konsumraum. Hier in Münster haben wir direkt am Bahnhof einen. Genau. Was noch ganz interessant ist, damit eben die, obwohl wir gleich drauf kommen werden, die legalen Drogen, Alkohol, Nikotin und Koffein nicht unter Betäubungsmittelgesetz fallen, sind sie keine Betäubungsmittel, sondern nur Drogen. Warum genau, das kann sich jetzt jeder selber denken, also außer einen juristischen Unterschied gibt es da nämlich eigentlich fast keinen. Betäubungsmittel ist ein ähnliches vages Wort für psychoaktive Substanz wie Droge. Dann gab es 2016 das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz, kam dazu. Das ist, weil im BTMG muss jeder Stoff einzeln verboten werden. Und das ist natürlich bei, wenn man so ein bisschen Ahnung von Chemie hat, total schwer, jeden Stoff einzeln zu verbieten, weil es gibt 1000 Stoffe. Dadurch kamen dann Designerdrogen auf den Markt. Und die Designerdrogen, die sind teilweise natürlich deutlich gefährlicher als das, was man eben schon kennt und erforscht hat. Deswegen kam ein neues psychoaktive Stoffe-Gesetz, wurde erlassen, das dann halt ganze Stoffgruppen verbietet, zum Beispiel 2-Phenylarthamin oder die Cannabinoide, werden komplett verboten. Das heißt, jetzt können wir froh sein, in unserem Körper befinden sich jetzt illegale Substanzen, denn der Körper hat ein Cannabinoid-System mit Endcannabinoiden. Die sind jetzt auch illegal, weil sie zu dieser Stoffgruppe zählen. Was noch interessant zu wissen ist, der Konsum ist generell in Deutschland nicht strafbar, sondern nur Handel und Besitz. Was die Strafverfolgung angeht, sind wir relativ im europäischen Mittelmaß, also es ist nicht besonders repressiv, aber es ist auch nicht, wir haben auch nicht die liberalsten Drogengesetze in der EU. So. Dann kommen wir zu einem ein Beispiel, was ich gewählt habe, weil es die härteste Prohibition gegen Drogen auf der Welt gibt und die Gesetzgebung. Man könnte jetzt im neuen Rahmen noch die Philippinen dazuziehen, weil dort aufgerufen wurde und auch durch den neuen Präsidenten, dass man alle Drogen
Dealer und Drogensüchtige erschießen soll und das auch teilweise gemacht wird und das dann straffrei bleibt. Aber Malaysia hat jetzt von der Gesetzgebung her eigentlich somit die härtesten Strafen der Welt. Dazu zählen eben Peitschenhiebe, Stockschläge, lange Haftstrafen und Todesstrafen. Die Todesstrafen werden erreicht bei 200 Gramm Cannabis, 40 Gramm Kokain und 15 Gramm Heroin. Und das hat in Malaysia dazu geführt, dass dort kaum Drogen angebaut wurden. Es bleibt trotzdem, wird da weiter konsumiert. Und es ist tatsächlich einer der wichtigsten Umschlagplätze in Südostasien für Heroin vor allem. Und ja, mal gucken. So. Dann kommen wir zu den USA. Die haben eine ähnliche Gesetzgebung erstmal wie in Deutschland. Also die unterteilen auch in verschiedene Anlagen. Das heißt dann zum Beispiel Schedule Run Trucks für die bekannten Verdächtigen, die bei uns in Anlage 1 meistens sind. Aber die haben. In den USA haben die einzelnen Staaten halt noch sehr viel Mitspracherecht und können halt eben halt ihre Gesetzgebung noch deutlich mehr beeinflussen, als das die Bundesländer hier in Deutschland können. Das führt dann halt dazu, dass inzwischen 8 Staaten Cannabis legalisiert haben in den USA. Erst war es Colorado, dann Oregon, Washington die Stadt, Kalifornien, Nevada und Massachusetts. Ich kann das nicht richtig aussprechen, tut mir leid. Die kamen 2016 dazu, die letzten drei. Und das ist ja vor allem, als Colorado als erstes legalisiert hat, ein riesig in den Nachrichten gewesen, weil es natürlich ein saumäßiges Geschäft ist. Also da hat sich ein riesiger Markt drum gewickelt, was ja im Kapitalismus abzusehen ist, dass sowas passieren würde. Und es gab halt einen riesigen Tourismusboom und was dann aber wieder interessant zu sehen ist, trotz diesem Tourismusboom und diesem riesigen Geschäft, seit der Legalisierung in Colorado sinkt die Anzahl jugendlicher Graskonsumenten und Graskonsumentinnen und ja, das ist, werden wir gleich mal zu kommen, wenn ich dann zum Meinungsteil komme, wo das dann ein bisschen zusammenhängt. Ja, was wir noch erwähnen, wegen Graslegalisierung noch erwähnen, würde ist Uruguay. Uruguay hat 2013 als erstes Land komplett Cannabis legalisiert. Nur die Datenlage und die Informationslage über Uruguay ist echt schlimm. Deswegen habe ich das jetzt mal nur erwähnt und sonst relativ rausgelassen. Ja, aber also bleiben wir im Unterschied weiter bei Cannabis. Dann kommen wir erstmal natürlich. Woran denkt man, wenn man an Cannabis denkt? Man denkt häufig an Holland oder Niederlande. Da wurde nämlich Cannabis in den 70er Jahren teilweise entkriminalisiert, jetzt nicht unbedingt um Cannabis willen, sondern weil eben dort mehr Kapazitäten für die Heroinverfolgung aufgehen sollte. Also es gibt dann in Holland halt gegen andere Drogen oder auch gegen Gras, gegen Züchter und die Cannabis anpflanzen, ein deutlich repressiveres Vorgehen als in Deutschland. Dafür gibt es halt in Grauzonen solche Coffee Shops, die, wenn die sich an bestimmte Vorschriften halten, dann kein Problem mit dem Gesetz bekommen. Die dürfen halt maximal 500 Gramm Cannabis haben und 5 Gramm pro Person verkaufen. Das harte Vorgehen ist auch häufig darauf geschuldet, weil mit Rotterdam ist der Rotterdamer Hafen ist einer der größten Drogenumschlagplätze der Welt. Deswegen, ja. Ja, warum es nur teilweise entkriminalisiert ist, also bis 5 Gramm Cannabis ist in Holland erlaubt. 5 bis 30 Gramm sind eine Ordnungswidrigkeit, die aber ein vierstelliges Bußgeld mit sich zieht. Das ist auch nicht ganz so schön. Und 30 Gramm oder mehr sind dann schon wieder eine Straftat. Und man darf 5 Pflanzen eigen anbauen. Ja. Und 2012 wurde es wieder ein bisschen Teil wieder zurückgenommen. Da wurde in den südlichen Regionen Hollands oder Niederlande, ich weiß nicht genau, was ist, ein Weed Pass eingeführt, das heißt, dass ausländische Käuferinnen
da eben nicht mehr in die Coffeeshops reinkommen und dann wieder zu Dealern auf der Straße gehen müssen. So, kommen wir, ja, hier sehen wir nochmal oben in Colorado ein Chef, das Gras verkauft, also wie ein, das sieht einfach aus wie so ein klassischer Laden, kann man einfach reingehen und hat eine riesige Auswahl. Und das länger existierende Modell, was es eben in Holland gibt, sind die Coffeeshops. Kommt man dann nur mit Ausweis rein, gibt es immer einen Türsteher und man darf eben nur 5 Gramm kaufen. So, kommen wir zum wahrscheinlich interessantesten Beispiel, was wir an Drogengesetzgebung in der Welt haben. Das ist nämlich Portugal. Die haben in Folge einer riesigen Heroinwelle haben die versucht, andere Maßnahmen zu ergreifen und haben 2001 dann schließlich alle Drogen komplett entkriminalisiert. Das heißt, geringe Mengen sind nur eine Ordnungswidrigkeit, also bis zu 25 Gramm Cannabis, 2 Gramm Koks und 1 Gramm Heroin, 1 Gramm Meth, 10 Pillen Ecstasy oder 10 Tabs LSD sind alles nur eine Ordnungswidrigkeit. Und selbst wenn man mit geringen Mengen erwischt wird, dann kommt man jetzt nicht ein Bußgeld und fertig. Man kommt vor sogenannte Ausschüsse, die CDTs, haben auch, das steht auch für was Portugiesisches, das kann ich aber nicht aussprechen und weiß auch nicht, was bedeutet, deswegen. Aber dieser Ausschuss, der besteht eben aus 3 Leuten, einem Juristen, einem Sozialarbeiter und einem Psychologen. Die entscheiden dann in jedem einzelnen Fall, was ist das für ein Konsument, ist das ein Kleindealer oder was haben sie vorhin, und dann können sie entscheiden, ob jetzt Bußgelder verteilen, Sozialdienst schicken oder auch Unterstützung und Therapie eben anbieten, den betroffenen Personen. Und ja, dadurch, durch diese Regelung, sind in Portugal die Anzahl der Drogenkonsumentinnen deutlich gesunken. Es gibt weniger Konsumenten, es gibt auch weniger Tote und es gibt auch deutlich, deutlich weniger HIV-Infektionen. Also die HIV-Infektionen, die auf Drogenkonsum zurückzuführen sind, von 20% auf 4% gesunken. Und die Drogentoten sind, die vorher bei Heroin richtig schlimm waren in Portugal, sind um 75% gesunken. Ja. So. Dann kommen wir kurz mal zu den Drogen, die jetzt in der Gesetzgebung eigentlich nie berücksichtigt werden, wo man aber auch drauf eingehen möchten muss, weil, ja, wir werden gleich sehen, warum. Das sind einmal Alkohol, Koffein und Nikotin, die quasi überall legal sind. Also Alkohol ist natürlich in islamisch geprägten Staaten häufig noch verboten. Und in Russland wollen sie jetzt durchsetzen, dass alle Menschen, die nach 2014 geboren sind, nicht für die eben Tabak verboten ist. Aber das ist noch ein Gesetzesentwurf. Das wäre dann der erste Staat der Welt, der in irgendeiner Form Tabak verbietet. Aber ja. Ich gehe gerade nur ganz kurz auf Koffein ein, weil Koffein ist von den drei Drogen die am wenigsten gefährliche, aber ist trotzdem prozentual an den Menschenzahl gesehen die meist konsumierte Droge auf der ganzen Welt. Also Tee, Kaffee, überall drin, Cola natürlich. Ja. Und trotzdem ist Koffein halt auch kein wirklich so harmloser Stoff. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Line Koks oder eine Line Koffein nebeneinander legen würde. Die meisten Leute würden ja, ach, Koffein, das ist weniger gefährlich, die wären dann aber tot nach einer Line Koffein. Da bleibt das Herz dann sofort stehen. Aber ja, deswegen lieber ein Getränk lassen. So. Und dann kommen wir zu Alkohol. Alkohol fordert im Jahr 75.000 Tote in Deutschland und ca. 3,3 Millionen Tote im Jahr weltweit. Und Tabak durch eben Krebs 120.000 Tote im Jahr in Deutschland. Das sind tatsächlich über 10% der Toten in Deutschland jedes Jahr. Wird auf den Tabakkonsum zurückgeführt. Und über 6 Millionen Tote pro Jahr weltweit. Und das sind dann eben die legalen Drogen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass im Tabak sind 70 krebserregende Stoffe drin, da zum Beispiel Benzoatyrin drin, das ist der giftigste Stoff, die organische Chemie kennt, ist in Spuren in Zigaretten vorhanden und wird mit 50% der Krebserkrankungen
bei Tabak assoziiert. Oder auch Cadmiumsalze, was relativ interessant ist. Wenn man Raucher ist, kann man bestimmte Forschungstrakte der Uni Münster nicht betreten, weil man die Cadmiumnachweise sonst verfälschen würde. Ja. Ja, und deswegen, aufgrund dieser Differenz, lege ich jetzt mal meinen Standpunkt da. Ich wäre nämlich dafür, weil sich das zeigt, dass die Prohibition, die in den meisten Ländern, die wir in der Welt haben, halt nicht wirkt, dass es lieber eine Prävention und Aufklärung statt Prohibition gibt und dass man schrittweise zum Modell in Portugal der Entkriminalisierung aller Drogen und dann der regulierten Legalisierung, also mit regulierter Abgabe, gehen sollte und das dann wahrscheinlich deutlich humaner wäre. Ja, hier sehen wir nochmal, um dann kurz mal zu zeigen, wie zum Beispiel in Deutschland, wie unwissenschaftlich das BTMG ist. Das Schaden potenziell geläufiger Drogen von David Nutt, das ist ein Psychiater und Pharmakologe. Der hat 2010 die Referenzstatistik für die Listung von Gefährlichkeit einzelner Drogen aufgestellt, das in Selbstschädigung und Fremdschädigung unterteilt. Man sieht natürlich dann, Alkohol belegt den ersten Platz, vor Heroin, noch vor Crack, noch vor Meth, weil gerade auch, weil das Fremdschädigungspotenzial bei Alkohol einfach am höchsten ist. Die gibt es tatsächlich nochmal ein weit differenzierter, die kann man dafür nicht mehr so gut lesen. Da steht dann zum Beispiel die Mortalität, der Schaden, die Abhängigkeit und die mentalen Funktionen, aber auch was bei Fremdschädigungen wie Verlust der Beziehung, eben wie stark die mit Kriminalität zusammenhängt, die Droge, wie viel Umweltschaden oder sowas die macht. Dann, also wenn ich mir die später nochmal genauer angucken möchte, die Statistik, die ist nämlich sehr interessant, kann er das dann gerne tun. Ich lasse die, glaube ich, am Ende einfach nochmal projizieren. Ja, und was man nun sieht, anhand der legalen Drogen, illegalen Drogen, kann man schon sehen, das BTMG ist eben unwissenschaftlich. Wir haben illegale Drogen im Körper, zum Beispiel Cannabinoide, und es gibt durch die legalen Drogen sowas von viele Toten, und Cannabis, irgendwie LSD, Psilocybin, fordert eben direkt Wirkung, keine einzigen Toten. Und ja, Plus, bei der Prohibition habe ich jetzt nochmal ein paar Zahlen rausgesucht vom Cannabiskonsum, um nochmal zu zeigen, ob wirklich ein repressiveres Vorgehen nicht zu weniger Drogenkonsum führt. Deutschland konsumieren 13% der Erwachsenen Cannabis, in Holland 15%, das ist kein großer Anstieg. In Frankreich aber 22%, und Frankreich hat eine deutlich repressivere Politik als Deutschland das hat, oder natürlich Holland. Und in Portugal sind es tatsächlich nur 7% aller Erwachsenen, die eben die liberalste Drogenpolitik im Moment in Europa oder auf der Welt führen. Also das Ganze führt halt zu dem wichtigen Schluss, dass Verbote gegen Drogen eben nichts bringen. Man muss dann nach Malaysia und Laos gucken, es gibt trotzdem Drogenkonsum, es gibt trotzdem Handel mit Drogen in großem Maßstab. Das führt nur dazu, dass die Dealer eben krimineller werden und halt stark bewaffnet sind. Das kann man zum Beispiel auch beim riesigen War on Drugs in Mexiko sehen, der 120.000 Tote gefordert hat. Das heißt, das Verbot von Drogen bringt eigentlich nichts. Dazu aus psychologischer Sicht, Menschen suchen sich, also nicht alle, aber die meisten Menschen suchen sich immer eine Form von Rausch. Das heißt, ich denke, es ist dann die individuelle Freiheit, jeden, welchen Rausch er oder sie für sich aussucht. Und nicht nur auf die Drogen, Alkohol, Nikotin und Koffein zu beschränken. Dann gibt es natürlich einen riesigen Kosten, was die Drogenrepression in Deutschland allein für Cannabis kostet, 3,8 Milliarden Euro jedes Jahr.
Mit diesem Geld könnte man, plus wenn beim regulierten Abgabe durch die Steuereinnahmen, könnte man eben die Suchtprävention und die Aufklärung voranbringen, zum Beispiel solche Ausschüsse wie in Portugal einführen und bei der Abgabe, bei der regulierten Abgabe dann eben einen Qualitätsschutz der Drogen einführen. Das heißt, dass keine Streckmittel reinkommen, durch die viele Leute gerade an Heroin und Kokain eher sterben als tatsächlich an der eigentlichen Droge. Oder eben auch einen Jugendschutz einführen kann bei regulierter, legaler Abgabe. Den Straßendealer juckt halt nicht, wie alt man ist. Da kann man dann auch mit 16 an Heroin oder sowas kommen. Das würde dann halt auch dazu führen, regulierte Abgabe, weniger Drogentote, eben eine Streckmittel von Heroin und Kokain wird dann niemand mehr sterben, wenn es Qualitätskontrollen gibt. Und in diesen Abgabestellen, bei einer legalen Abgabe, könnte es dann auch über die jeweilige Substanz, die sich die Konsumentin, der Konsument kaufen möchte, eine Aufklärung dazu geben, ein Magazin oder eine direkte Beratung von eben Fachleuten. Was noch eben Vorteile wären von der kompletten Legalisierung, was in Portugal halt auch noch nicht der Fall ist, das Drogengeschäft, das finanziert halt zum Großteil die organisierte Kriminalität. Die beziehen ihr meistes Geld eben aus dem Drogenhandel. Und bei einer Legalisierung würde man quasi der organisierten Kriminalität den Geldhahn abdrehen. Und das würde die halt schon ziemlich hart treffen. Dazu kommt noch, dass man die medizinische Nutzung fördern könnte. Also es wird ja vielerorts schon getan, dass Cannabis immer mehr zum Beispiel als Medizin eingesetzt wird, aber das hört ja dann noch nicht auf. Also Cannabis zum Beispiel ist ein gutes Schmerzmittel und lässt Krebszellen zum Beispiel langsamer wachsen. Das kann man dann zum Beispiel bei Krebstherapie begleitend als zum Verdampfen einsetzen oder sowas in der Richtung fördern, aber auch gerade Halluzinogene kann man bei bestimmten psychischen Erkrankungen immer wieder, zum Beispiel der posttraumatischen Störung, die viele aus Kriegen hervorbringen, haben sich Pilze als Therapiemittel häufig als sehr förderlich erwiesen. Und der letzte Grund, der für mich halt am wichtigsten ist für die Drogenlegalisierung, das kommt dann immer auf den Personen überhaupt an, das ist ein libertärer Grundsatz, das ist mein Körper, das ist meine Entscheidung. Das überwiegt für mich als stärkster Grund, aber für andere Leute könnte das halt auch der geringste Grund sein. Ja. Richtig. Ich würde euch für die anschließende Diskussion bitten, euch zu melden und würde euch dann doppelt quotiert rannehmen. Wir quotieren einmal so, dass wir probieren, Leute, die sich zum ersten Mal zu melden, vorzuziehen. Und zum anderen so, dass wir probieren, meistmöglich Geschlechter abwechselnd die Leute dran zu nehmen. Joa, falls ihr Fragen oder auch Meinung zu dem gerade dargeboten habt. Raus damit. Sag's ja, ich wollte einen angesprochenen Punkt von ihm nochmal angehen. Er hat ja gesagt, dass wenn man mit einer geringen Menge erwischt wird, die hier unter die Eigenbedarfsmenge fällt, hier zum Beispiel in NRW, dass man dann wenn ich mir was rauche, zum Beispiel also Gras jetzt, und ich dabei erwischt werde, kriege ich keinen dran, weil ich ja das nicht besessen habe, quasi. Hat er so ausformuliert. Das ist aber nicht ganz richtig. Weil Konsum ist in Deutschland quasi gleichzeitig Besitz. Das war bei mir nämlich auch schon so. Wer konsumiert hat, muss besessen haben. So denken die. Was tatsächlich funktioniert, also wenn man mit einem Joint erwischt wird, dann sollte eigentlich alle da eben keine Aussage machen, dann können die den Joint nicht zuordnen.
Nein, also. Aber ja, generell, laut Gesetz ist Konsum legal. Aber ja, gleichzeitig beim Joint ist, besitzt man gleichzeitig das, weil es noch nicht im Körper ist. Also wenn es einmal im Körper ist, ist es Konsum, dann ist es legal. Also ich wurde beim nicht aktiv beim Kiffen erwischt, ich wurde beim Autofahren angehalten und da habe ich dann natürlich eine dementsprechende Strafe bekommen. Und als ich dann den Brief von der Polizei bekommen habe, stand da drin, dass ich auch gleichzeitig das Cannabis besessen haben muss, weil ich es konsumiert habe. Da habe ich eine Ordnung, also da habe ich eine Strafe bekommen für, weil ich das geraucht und deshalb auch besessen haben muss. Ich kenne da zum Beispiel auch irgendwie einen anderen Fall, irgendwie Bekannte von mir hatten mal was, was Vergleichbares, aber das war eher so, dass zum Beispiel, dass die in einer Gruppe mit einem Joint erwischt wurden und da konnte der dann eben, wie gesagt, auch nicht zugeordnet werden. Und ich glaube, was aber auch sehr häufig dabei wichtig ist, die Polizei, die schicken erstmal Strafbefehle raus. Und das machen die immer. Und bei sowas kommt es halt sehr häufig drauf an, wie das denn wirklich vor Gericht ausgefochten wird. Wenn dann eben die, die Angeklagte auf die Gesetzeslage besteht. Hatte ich auch schon irgendwie in sehr vielen anderen Fällen. Die Polizei schickt erstmal Strafbefehl raus. Und wenn man dann bezahlt, dann hat man quasi akzeptiert. Und dann kommt es auch nicht mehr drauf an, ob es rechtmäßig war oder nicht. Welcher bekannten Gerichtsverfahren, oder? Bitte an die Redeliste halten. Sagst du mir deinen Namen, dann bist du auch dran direkt. Ich? Ja. Achso, Chris, ich heiße Chris. Mein Name wird mir auch nicht gesagt. Wenn du mir einen Namen sagst, dann kriege ich die Antwort. Sebastian. Ja, Chris. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, ich sprach ja eben davon, dass ihr, ich habe mal direkt eine Frage, ist das eigentlich auch das allgemeine, also wir sind hier bei der Linken, ist das auch euer Parteikonsens, den ihr dazu habt, oder ist es jetzt deine eigene Meinung? Aber das wollte ich eigentlich gar nicht wissen, weil du hast ja davon gesprochen, dass du halt, oder dass ihr die Drogen quasi entkriminalisieren bzw. eine kontrollierte Abgabe möchtet. Meine Frage wäre dazu, bezieht sich das jetzt ausschließlich auf Cannabisprodukte oder reden wir hier von allen eben genannten Substanzen? Ich kann das wieder draufsetzen, dann kann ich nicht wissen. Sagst du mir. Robert, was hört? So wie sich das anhörte, war in diesem Fallballspiel der Strafbefehl raus. Da musste Bußgeld bezahlt werden. Damit wurde das akzeptiert. Das wurde nicht weiter angefochten und damit ist das dann so. Und wenn das jetzt 2 Gramm sind oder so und das kommt ins Führungszeugnis rein und man ist als Erzieher oder als Lehrer unterwegs, zeigt man das Führungszeugnis vor und wird dann direkt auf Jobsuche gehen, weil man dann ja gekündigt wird. Und deswegen sollte man das dann nie akzeptieren, sondern immer anfechten und mit dem Anwalt sprechen und den mit der Polizei sprechen lassen, weil es kommt immer ganz drauf an, ich sag mal, die versuchen das und gucken, wie weit sie damit durchkommen. Und wenn man keine Ahnung hat und es mit sich machen lässt, dann kommen die mit sowas dann natürlich auch durch. Die suchen ja gerade eben die Leute, die keine Ahnung haben, die noch unerfahren sind und nicht die Leute, die das schon 5-mal durch haben und direkt wissen, wie sie sich verhalten müssen. Ich habe zum Beispiel alle Schnelltests und alle Reaktionstests verweigert und dann haben die gesagt, ja, wir rufen jetzt beim Richter an und dann haben die beim Richter angerufen, der dann gesagt hat, nein, der nicht zugegen war, die hatten einfach keine Lust mehr hinterher auf mich. Ich wollte noch ein paar andere Sachen sagen. In Holland, die haben auch ein Ersatzstrafensystem, da darf man natürlich 5 Pflanzen anbauen, dann kommt man nicht vor dem Richter, da kriegt man nur seine Kündigung und steht auf der Straße. Das ist sehr interessant. Ich kenne jemanden, der ist ausgewandert aus medizinischen Gründen, um in Holland dann sich medizinisch versorgen zu können. Der legt immer sein ganzes Geld auf den Tisch. Wie die ganzen anderen Niederländer, die machen das deswegen, weil die leben alle in Wohnbaugesellschaften. Und wenn man da mit einer Pflanze im Garten in der Wohnung erwischt wird oder sowas, dann kriegt man direkt die Kündigung. Ist eine Ersatzstrafe, hat er mir so gesagt, hat mir Quellen genannt und hat mich auch sehr überrascht. Ich dachte, man dürfte da anbauen. Also mit der Wohnbaugesellschaft oder mit anderen Ersatzstrafen ist das nicht der Fall. Und es war auch so, dass eine Adelige... Zum Punkt, ich habe zwar noch nicht, habe es vergessen zu erwähnen, aber wir probieren hier eine 3 Minuten Redezeitbegrenzung, das ein Diskussionsfluss, du kannst dich dann nachher nochmal draufsetzen, dann kommen... Eine bedeutende Adelige hat es medizinisch konsumiert und damit ist es in Holland weitergekommen.
Ja, also erstmal kurz zu der Frage, also das ist jetzt erstmal meine persönliche Meinung, aber es gibt in der Linken und der die auch der Ansicht sind, dass, und jetzt kommt die zweite Frage, dass eben alle Drogen legalisiert und reguliert abgegeben werden sollen. Also die Cannabis-Legalisierung ist natürlich innerhalb der Linken Parteiprogramm, aber dass die Legalisierung aller Drogen mit einer regulierten Abgabe, das ist natürlich sehr umstritten in der Linken. Also ich würde die aber vertreten, deswegen habe ich den Vortrag auch gemacht. Ja, ich habe mich selbst mal drauf gesetzt. Bin mir sogar relativ sicher, dass, auch wenn das nicht weiter ausdiskutiert und weiterverfolgt oder zumindest auch immer noch umstritten ist, dass zumindest sich beim der Bekanntgabe des letzten Parteiprogramms tatsächlich für die Legalisierung aller Drogen als Zielsetzung eingesetzt worden ist. Das heißt, das ist auch Programm der Linken, aber um das nochmal transparent zu machen, wir sind hier auch nur der Studierendenverband der Linken nahesteht und nicht die Linke selber. Okay. Ja. Verschiedene Leute, die ebenfalls diesen Standpunkt vertreten, dass keine Droge verboten sein soll, erklären, das muss raus aus dem Strafrecht und das muss rein ins Gesundheitswesen, weil die wollen natürlich nicht die harten Drogen auf gleicher Basis legalisieren oder verfügbar machen, würde ich eher sagen. Ich würde eher sagen verfügbar machen, wie jetzt zum Beispiel Cannabis oder einige andere weniger schwerwiegende Drogen. Also der wollen die ganz bestimmt auch ein abgestuftes Modell und die sagen dann zum Beispiel unser Ex-Polizeipräsident, das muss raus aus dem Strafwesen, das muss rein ins Gesundheitswesen. Nico? Oh, oder? Das war Sebastian. Ich habe auch mal eine Frage. Und zwar. Andreas. Sebastian. Andreas, okay. Ja, dann. Mach und zwar, erst. Wenn ich jetzt davon ausgehe, weil man legalisiert halt. Man legalisiert halt alle Drogen. Ja, alle? Das heißt, einer, der kokainabhängig ist oder heroinabhängig ist, wird natürlich entkriminalisiert dadurch, dass er keine Beschaffungskriminalität mehr begehen muss. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob das eben halt so für die Gesellschaft so gut ist dann, ne? Wenn so harte Drogen auf einmal frei zur Verfügung stehen. Ne? Also ist meine Meinung einfach dazu, ne? Victoria? Nicola hast ja auch gerade nochmal angesprochen, dass sie, also wenn alle legalisiert sind, du hast aber nicht genannt für wen. Also quasi sind alle Drogen für alle legalisiert oder nicht? Erwachsen. Ich habe den Jugendschutz erwähnt. Achso, okay. Nee, dann habe ich das nicht gehört. Jo, Simon. Ich finde den Gedanken an sich eigentlich erstmal ganz klug irgendwie, dass man halt sagt, wir wollen die Konsumenten zumindest entkriminalisieren. Nicht, das heißt ja nicht gleich legalisieren, aber erstmal strafbefreien. Der Konsum an sich jetzt erstmal nicht das verboten ist und das, was wir verfolgen müssen. Was ich aber bei besonders Heroin, Crack, Meth für sehr sinnvoll halte, ist natürlich irgendwie die weitere, doch harte Verfolgung der Dealer, weil die Konsumenten sind für mich ehrlich gesagt eher Opfer, als dass sie dann halt irgendwie etwas tun, womit sie anderen bewusst schaden wollen, sondern ihnen wurde geschadet dadurch, dass sie in dieses Verhältnis gekommen sind, dass sie diese Drogen konsumiert haben. Und besonders halt bei diesen extrem gesundheitsschädlichen und ja, wirklich teilweise existenzbedrohlichen Drogen werde ich dann halt einfach nochmal in Bezug auf dich sagen, die Händler, die Produzenten verfolgen, dass diese Drogen nach und nach ausgerottet werden, dass der Zugang dazu erst gar nicht besteht. Aber natürlich dann die Konsumenten dafür nicht belangt werden, nicht weil sie Opfer sind und nicht Täter. Gut, Nico. Boah, es sind das einige Punkte. Also ich würde halt erstmal, was jetzt häufiger gefallen ist, die Unterteilung in harten und weichen Drogen ablehnen, weil man einfach keine Grenze ziehen kann. Was genau ist eine harte Droge, was ist eine weiche Droge? Also
wenn man dann eben gegen harte Drogen härter vorgehen möchte, dann ist wie immer das Beispiel, Alkohol ist mit die gefährlichste Droge, dann müsste man sie auch eben als harte Droge einstufen und sie nicht da vorne im Kühlschrank findet man zum Beispiel welche oder da im Supermarkt, quasi überall anbieten. Warum ich nicht stehen bleibe bei der Entkriminalisierung von Drogen, sondern eine Legalisierung mit regulierter Abgabe haben möchte, ist ja auch gerade, weil ich die organisierte Kriminalität und die Dealer damit quasi arbeitslos mache. Wenn das alles eben reguliert ist und man die Drogen eben nur bei Abgabestellen holen kann, die eben auch Aufklärung betreiben, wo Fachleute vor Ort sind, dann kann auch eben beraten werden. So, das ist dann immer noch die Entscheidung der oder diejenigen, die in den, wie auch immer man den Shop da nennt, Drugstore, keine Ahnung, reingeht, aber es gibt dann halt Begleithefte oder eben wird davor abgeraten, Suchtprävention wird betrieben. Das ist deutlich besser, als wenn man natürlich von eben Dealern die Drogen holt, die halt auch auf Jugendschutz oder Qualitätskontrolle, die man dann auch einführen könnte, wie schon genannt, keine gespeckte Ware mehr, du weißt genau, was drin ist, es gibt einen Jugendschutz, der dann auch durchsetzbar ist. Also für Jugendliche in Deutschland ist es halt einfacher, an Cannabis zu kommen, als an Alkohol. Deswegen. Gut, dann Chris. Ja, und zwar, ich wollte auch noch mal kurz was dazu sagen, also im Grunde wollte ich eigentlich nur die Beispiele, also ich sehe es auch nicht so, dass man alle Drogen kontrolliert abgeben sollte. Also es hat bei mir auch einen persönlichen Hintergrund, sage ich ganz ehrlich so, also ich bin 31 Jahre alt, so ich habe selber von meinem 12. bis zu meinem 28. Lebensjahr Drogen konsumiert, eigentlich alle Drogen, bis auf Heroin. Und ja, ich habe mehrere Entziehungskuren, Entgiftungen und Therapien wirklich gebraucht, um auch einigermaßen clean zu werden. Ist immer noch nicht perfekt, so ich habe zuletzt auch noch im Februar entgiftet, so hier in der LWL und wohne auch direkt am Bremer Platz, also ich habe das direkt vor der Tür auch und ja, also ich sehe auch hier gerade viele junge Leute auch sitzen so und ich finde eigentlich nicht, dass es irgendwie, oder ich sage mal so, ich möchte eigentlich nicht in einer Gesellschaft leben, die halt, egal ob damit jetzt irgendwelche Dealer oder irgendwelche kriminellen Organisationen trockengelegt werden, ja, einfach unbeschränkten Zugang dazu haben. Also ich möchte nicht, dass man sich irgendwie ab 18 irgendwie Opiate oder sonstige Substanzen in der Apotheke kaufen kann, weil ich glaube nicht, dass man das Problem damit irgendwie ausgedämmt kriegt, sondern eher noch teilweise befeuert, weil ich denke schon, dass Drogen auch bei vielen Menschen, ich meine, ich kann es natürlich nicht objektiv sehen so, weil ich es halt auch in der eigenen Geschichte damit mir rumschleppe, aber, und das ist einfach das, was ich in den letzten Jahren so gemerkt habe, dass auch viele Leute es einfach ein Problem gibt und dass einfach Drogen ein Stück weit auch einfach scheiße sind so. Und das muss man einfach mal so feststellen. Und ich glaube, so diese Verklärung zu sagen, ja, ein bisschen kiffen und dann gucken wir mal und alles cool, so, das, ich weiß nicht, also das hat, ja, weiß ich nicht, sehr so ein bisschen, also ich bin auch der Meinung, dass man Cannabis legalisieren sollte, weil es einfach letztendlich auch gescheitert ist, so, du kriegst es nicht weg, so, die Leute kiffen halt an, die werden auch nicht aufhören damit und es ist halt genau wie mit dem Alkohol, aber zu sagen irgendwie, wir legalisieren jetzt alles und hier gönnt euch so, also nee, ist irgendwie, ist nicht das, was ich irgendwie so mir wünsche. Sebastian? Ja, also um nochmal auf dich einzugehen, du hast ja jetzt natürlich auch irgendwo dann für dich wahrscheinlich eine negative Erfahrung da gemacht. Sowohl als auch, ja. Aber das Ding ist, ich glaube, Menschen würden sich nicht irgendwelche Drogen kaufen, wie jetzt zum Beispiel Crack, Meth, was auch immer, nur weil es legal ist. Ich glaube, wenn es illegal ist und die Leute keinen Bock darauf haben, dann werden sie es auch nicht tun, wenn es legal ist. Ich glaube, dann haben sie da auch nicht unbedingt mehr Bock drauf, nur weil es legal ist. Also, außerdem, jetzt habe ich einen Pfand. Es macht aber mehr Bock, wenn es illegal ist. Achso, ne, was ich sagen wollte ist, es ist leichter, eigentlich an die Drogen ranzukommen, wenn es einen Schwarzmarkt gibt, als wenn es legal ist. Weil wenn es illegal ist, dann gibt es keinen Jugendschutz. Das ist das Problem. Dann können sich gerade Leute, die nicht mal 18 sind, schon die Drogen kaufen. Also, so gesehen. Aber ja, für mich heißt auf der Redeliste drauf, so, okay. Aber ist auch gleich dran. Ist nicht mehr lange. Ich habe mich nur selbst auch mal drauf gesetzt. Was ich nochmal zu... erstens der Erhaltbarkeit, also es ist, glaube ich, in zumindest in großen Städten fast immer möglich, sehr schnell an so ziemlich alle Drogen, zwar eventuell nicht in reiner Form, aber an sehr viele Drogen ranzukommen, wo ich halt ein großes Risiko in der
nicht kontrollierten Abgabe sehe, ist die Tatsache, dass du gar nicht mal unbedingt genau weißt, welche Drogen du gerade konsumierst. Das heißt, auch dich nicht im Vorhinein vernünftig bilden kannst, ist das jetzt überhaupt eine Droge, die ich nehmen will oder nicht. Und zweitens halte ich das Konzept vom Verbieten, beziehungsweise, also ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich brauche diese Verbote, damit ich das nicht tue, halte ich aber für ein sehr merkwürdiges Konzept, weil es irgendwie von sehr wenig freien und bewusst entscheidenden Menschen ausgeht, sondern sich selbst irgendwie ziemlich einschränkt. Und, darf ich da auf direkt was sagen? Das brennt auf der Seele. Von mir aus gleich. Die Möglichkeiten könnte man ja sogar eventuell einführen. Es gibt zum Beispiel für Glücksspiel die Möglichkeiten, sich selbst in sämtlichen Glücksspielhallen in Deutschland zum Verbot auszusprechen. Das wäre für solche Einkaufsmöglichkeiten auch sicherlich möglich. Also wenn man sich selbst, wenn man weiß, dass man sich selbst nicht kontrollieren kann, wäre es ja durchaus möglich, dass dafür Wege zu finden, es zumindest sehr schwer zu machen, dass man daran kommt, dass man dann irgendwie nochmal ein besonderes Verfahren machen muss, wenn man sich selbst einmal da eingetragen hat, zumindest, dass man rauskommt. Wenn es wirklich sehr kurz ist. Nee, ich wollte nur sagen, weil du gerade gesagt hast, so von wegen, du verstehst die Leute da nicht, die dann vielleicht sich selber auch einen Selbstschutz irgendwie da setzen wollen. Ich glaube, das sind einfach die Leute, die vielleicht auch erkannt haben, dass sie abhängig sind. So. Also das ist einfach der Punkt. Und ich glaube, dann sollte man das auf jeden Fall schon respektieren, wenn jemand auch von sich aus sagt, okay, ich will da eben keinen Zugang zu haben, weil es halt eben. Und ich glaube zum Beispiel, das ist bei illegalen Drogen natürlich noch um einiges einfacher. Also wirklich schlimm sind wirklich auch die Alkoholiker oder die Alkoholikerinnen, die halt eben. Das Zeug da quasi rund um die Uhr, da muss ja nur um die Ecke gehen, da hast du ja schon was zu saufen. So. Und das ist halt einfach, ich finde, da sollte man vielleicht ein bisschen differenzierter dann irgendwie. So. Also ich glaube nicht, dass das was mit schwachem Willen zu tun hat oder so, sondern einfach, ja, das ist halt die Selbsterkenntnis, dass mir das nicht gut tut und davon muss ich mich schützen. So. Weil, ja. Genau. Du bist als Übernächster dran, da du dich zum ersten Mal gemeldet hast, ich weiß deinen Namen leider noch nicht. Paul. Paul, bist du vorgezogen? Und meldet euch bitte alle nochmal, die sich sonst gemeldet haben, damit ich einen Überblick habe. Nicht ganz so streichen. ja, du bist schon drauf. Du hast dich auch gemeldet. Ne? Ja. Und dann gestrichen. Paul und dann Andreas. Okay, ja, also ich finde eigentlich generell die Behandlung von Drogen ist irgendwie so ein bisschen so. Wenn man gegen Drogen arbeitet, arbeitet man, glaube ich, gegen das Symptom. Und ich finde, wir sollten viel eher bei der Ursache anfangen. Und ich finde, dass man Kindern einfach generell ein besseres Verständnis von der Welt geben sollte und generell einfach auch ihnen beibringen sollte, mit solchen schwierigen Themen umzugehen. Weil ich finde, die Ursache, warum wir Drogen nehmen, ist im Endeffekt, weil wir sozusagen einen Ausgleich für etwas anderes suchen, wo wir sozusagen vielleicht Dissonanzen mit der Realität haben oder vielleicht Probleme im Generellen. Und ich finde, man sollte viel eher jüngere Menschen darin unterstützen, ihren Weg im Leben zu gehen, weil ich glaube, dass Drogen auch immer eine Flucht vor der Realität sind. Andreas? Ja, also ich habe jetzt so, wenn ich jetzt mir überlege, es werden jetzt, die ganzen Drogen werden legalisiert und werden vom Staat verteilt. So heißt es ja im Grunde genommen, der Staat fliegt nach Kolumbien hin und kauft da 5 Tonnen Kokain, fliegt nach Thailand hin, kauft da 5 Tonnen Heroin, etc. etc. und verteilt das dann ja an die Abgabenstelle. So, dann sollen dadurch nochmal Steuereinnahmen eingenommen werden. Also ich finde irgendwo Steuereinnahmen dann irgendwo, dann verdient der Staat an meiner Sucht Geld. Tut er schon. Er tut er natürlich schon, klar, logisch. Ne? Weil das Schwarzgeld da ausgegeben wird, ist ja klar. Aber ich finde das einfach so, finde ich eigentlich nicht gut. Weil das dann der Staat, der mein Dealer ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Robert? Es gibt da einen Punkt, den alle konsequent immer ausblenden. Und zwar ist das, dass jeder Junkie Krieg finanziert. Und zwar Opium, es wird immer dort angebaut, wo gerade Krieg ist. Und dort, wo der nächste Krieg ausbricht und wo es wachsen kann, wird als nächstes direkt Opium angebaut.
Und zum Beispiel Osama bin Laden, als er noch in Afghanistan von der CIA aufgebaut wurde, um gegen die UdSSR zu kämpfen, hatte der den Freischein, um Opium zu handeln, so viel er halt wollte, damit er Waffen kaufen konnte, so viel er halt brauchte. Und so läuft der Hase dann halt. Natürlich auf beiden Seiten wird das ausgenutzt, aber es ist einfach so, dass solange Drogen illegal sind, kann damit unheimlich viel Geld für jede erdenkliche Schandtat verdient werden. Und wenn dann die Geheimdienste die Konkurrenz ausschalten und man wirken kann, um dann in deren Sinne Krieg zu führen, ist das natürlich ein unheimliches Potenzial. Und ich denke, wenn man dann einfach das jetzt nicht einfach aus dem Flugzeug werfen würde, damit jeder sich da was holen kann, sondern dass das halt eine Möglichkeit gibt für diejenigen, die es unbedingt wollen. Aber man muss es denen nicht ganz so leicht machen, das ist klar, und man kann dann auch direkt auf diese Leute einwirken. Aber dann würde der Staat halt damit Steuern verdienen, aber auf der anderen Seite würde die Welt hoffentlich friedlicher werden. Nico? Ja, ich gehe dann nochmal darauf ein, den Steuereinnahmen, also an Alkohol und Nikotin werden schon sowas von viele Steuereinnahmen gemacht, und ich denke immer noch, was ich jetzt im Vortrag auch schon erwähnte, dass Alkohol die gefährlichste Droge ist, die wir so haben, und solange die legal ist, kann man eigentlich es nicht wirklich begründen, dass alles andere illegal ist. Und dann nochmal um die regulierte Abgabe einzugehen, ich wiederhole mich jetzt schon wieder, aber ich denke immer noch, dass es besser ist, wenn es legal abgegeben ist, dafür man genau weiß, was dran ist, dass genau dann eben Leute vor Ort sind, die eben sich auskennen, Fachleute, die eben schon da eben direkt Hilfe anbieten können. Dass eben auch, ja, gerade für unter 18-Jährige es dadurch auch deutlich schwieriger wird, weil egal wie hart die Strafen sind, das ist Punkt 2, Verbote bringen nichts. In Malaysia gibt es die Todesstrafe. Es gibt trotzdem Drogenkonsum, es gibt trotzdem Drogenhandel. Egal wie hart man die Strafen macht, man wird es nicht mit Verbote bekämpfen können. Man muss irgendwie eine andere Möglichkeit finden, das eben lieber reguliert zu machen und dann eben gezielt auf Suchtprävention und Aufklärung über einzelne Substanzen eingehen, als es eben der Kriminalität und den Straßenjägern zu überlassen, gestreckte Ware und an, keine Ahnung, an 16-Jährige, 15-Jährige, das passiert ja so. Und das könnte man zum Beispiel damit sehr gut bekämpfen. Simon? Ja, ich wollte nochmal einmal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast, dass diese Verfügbarkeit dann wahrscheinlich dann doch Leute, die sowieso schon konsumieren und die sowieso schon in einer Art Abhängigkeit drin sind, dann noch viel eher dazu neigen, das Ganze noch exzessiver auszuleben, weil es dann halt sowieso dann halt einmal diesen Reiz irgendwie des Verbotenen sozusagen gar nicht mehr brauchen, weil sie schon abhängig sind, sondern einfach das Ganze so exzessiv vorgeführt wird. Das sind so Dinge wie der Weed Pass irgendwie in Holland, auch wenn sich die Deutschen ärgern, dass sie dann im Süden irgendwie kein Gras mehr kriegen, eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Und das dann halt natürlich mit Mengenbeschränkungen dann auch einfach Möglichkeiten geschaffen werden, dass du dann halt in diesem digitalen System in bestimmten Zeitabständen nur bestimmte Mengen kriegen kannst und dann vielleicht auch irgendwie in bestimmten Mengenabständen dann immer ein Gespräch oder eine kleine Rücksprache mit einem Psychologen zum Beispiel oder einem Arzt halten kannst oder musst. Einfach um solche, ich weiß nicht, magst du nicht teilen, nicht harten Drogen, zum Beispiel wie Heroin, wie Meth, die doch schon ein sehr hohes soziales Schädigungspotenzial und auch physisches Schädigungspotenzial mit sich bringen, einfach ein bisschen besser unter Kontrolle zu kriegen. Da glaube ich, dass Legalisierung auf jeden Fall ein Weg ist, weil ein Dealer will dir keine Therapie anbieten. Der freut sich, wenn du Werbetag kaufst. Sebastian? Ja, und was ich auch nochmal erwähnen wollte, ist eigentlich, dass egal welche Drogen sind eigentlich alle Drogen sind zu gefährlich für einen schwarzen Markt, weil man die Drogen dann nicht mehr kontrollieren kann. Dann sind die Drogen gestreckt
unrein. Man, wie du schon gesagt hast, man weiß nicht mehr, was man konsumiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel, was ich glaube, was hier so lange nie passieren wird, wenn man jetzt zum Beispiel anfangen würde, Alkohol, was schon an sich gefährlich ist, wenn man das illegal machen würde, wie gefährlich das wäre für unsere Gesellschaft zum Beispiel. Das ist ja so schon saugefährlich, kann man so sagen. Das wird ja, wenn das dann noch gestreckt wird, was an sich ja schon mega giftig ist, Alkohol, stellen die Leute so auf der Straße weg. Also als Beispiel jetzt nochmal. Sagst du mir deinen Namen? Ich heiße Andi mit Y. Nicht wichtig, aber jetzt merkt ihr es euch vielleicht. Und das ist auch die Frage, dass ihr euch merkt. Also ich bin erstmal generell nicht gegen oder für Drogen, was erstmal so die politische Komponente an der Sache wäre. Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr keine Drogen genommen und mache ich auch jetzt nicht. Also ich habe dann mal Cannabis probiert und auch mal Alkohol, aber finde beides nicht gut, keine Ahnung. Das kann ich auch bestimmt hinreichend begründen in einer längeren Analyse, aber ich glaube, das reicht erstmal. Ich hätte erstmal noch eine Frage zu einem Chart davor. Das ist quasi dasselbe. Genau, das, was wird da unter Fremdschädigung verstanden? Das steht dann hier, das kann man wahrscheinlich so gut lesen. Nein, leider gar nicht. Ja. Ja, dann erstmal, du sagst mir auch deinen Namen. Jan. Jan. Bist du gleich dran? Ah, jetzt? Ja. Ja, und zwar wird ja ziemlich oft das Beispiel Alkohol genannt. Und ich glaube, dass auch ein Problem bei der legalen Abgabe von allen Drogen ist, dass es dann, dadurch, dass es legal ist, für alle leichter wird, da ranzukommen. Und ich meine, wenn man sich überlegt, wenn wir alle das erste Mal Alkohol getrunken haben, obwohl es ab 18 ist, könnte das dann ja auch bei allen anderen Drogen passieren. So dass halt Minderjährige leichter an harte Drogen kommen, an die sonst nicht gekommen wären. Und ich finde, dass es sehr wohl in der Motivation, Drogen zu nehmen, Unterschied macht, wenn es legal ist oder nicht. Alleine dass dadurch, dass es legal ist, dass es erstmal so ein viel positiveres Bild in den Köpfen hat, Drogen zu nehmen. Also jetzt harte Drogen, das ist ja jetzt irgendwie noch immer so ein bisschen so, ja, so verpönt auf jeden Fall halt. So, wer nicht wirklich Bock auf Drogen hat, der nimmt auch keine Drogen, weil es zu schwierig ist, an harte Drogen ranzukommen. Und ich glaube, dadurch, dass es legal ist, wird es halt irgendwo halt auch akzeptiert, dass es Leute, keine Ahnung, regelmäßig koksen und dadurch sich irgendwie selber und ihre Familie kaputt machen. Das ist ja so ein akzeptiertes Bild. Und ich finde, dass durch die Legalisierung geschaffen wird, und das halte ich für gefährlich. So. Robert? Da habe ich eine eigene Theorie, und zwar, die Leute nehmen ja schon so viel Drogen, sag ich mal, wie sie können. Die wechseln höchstens, die tauschen die eine Tabletten oder Alkohol gegen was anderes aus. So insgesamt, die Gesellschaft an sich kann ja gar nicht noch mehr Drogen nehmen. Also so, das ist manchmal den Eindruck, den ich habe. Ich wollte allerdings was anderes sagen, diese Drogenverbote, es ist sehr interessant, wie die sich da die ganze Zeit gegenseitig selber die Knie wegtreten mit ihren Verbotsgesetzen. Anslinger, der das Cannabisverbot maßgeblich und international auf den Weg gebracht hat, der sprach von 100.000 Leuten, die das machen, und in den USA mit 10 Millionen kommen die heute nicht mehr aus. Dann haben die von der Single Convention of Narcotic Drugs die Zielsetzung, die Verfügbarkeit zu verknappen und die Preise hochzutreiben. Überall, wo die Preise oben sind, haben die Leute erst recht einen Anreiz dazu, es zu verkaufen, weil die Gewinnspannen hoch sind. Überall dort, wo problematische Konsummuster auftreten, das sind natürlich die Leute, die auch die besten Connections haben, weil die kennen sich alle untereinander. Die können damit direkt als Kleindealer einsteigen und dann aufsteigen, weil die verkaufen dann halt an andere Leute, können sich damit selber finanzieren. Weil teilweise haben die ja Konsummuster, die kann man mit normal arbeiten gehen nicht mehr bezahlen. Und wenn das, solange das illegal ist, haben die all diese Möglichkeiten. Auch zum Beispiel, dass ein Jugendlicher bessere Connections hat als ein Erwachsener und sich damit selbst finanzieren kann, was von seinem Taschengeld oder vom Rasenmähen niemals möglich wäre. Nico, und dann können sich nochmal alle melden, die noch drauf wollten. Ich glaube, ich habe
eventuell ein oder zwei Liste verloren. Oder auch nicht. Danke für die Diskussion. Ciao. 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 Ja, also vielleicht nur kurz hier, was die Fremdschädigung ist bei der Grafik, das sind ja dieselben. Ja. Das sind zum Beispiel Verlust der Beziehung, die Verletzung anderer Menschen, zum Beispiel wenn man Alkohol jemanden tot fährt, das fällt da rein. Wie sehr eben... Ja, genau. Wie sehr die Droge halt zu kriminellen Verhalten, nenne ich jetzt mal, führt, wie viel Umweltschaden sie verursacht, wie viel Familien wie kaputt macht, und dann kommt dann noch sowas so wie International Damage, Economic Cost and Community, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ja, sowas fällt da runter. Ja, das ist die Frage. Und die Sache, die ich halt noch sagen muss, ich finde es ein, was häufig die Falschannahme ist, auch in der Runde, dass mehr Drogen konsumiert werden, weil es legal ist. Ich denke eben, dass das nicht so, und das zeigt die Gesetzeslage, die in verschiedenen Ländern, egal wie hart die Prohibition ist, oder es kommt auf andere Faktoren an, wie viel Drogen konsumiert werden. Zum Beispiel in Krisenzeiten werden viel mehr Drogen konsumiert als sonst. Und ich denke nicht, gerade das Beispiel Portugal zeigt, wo eben da der erste Schritt, die Entkriminalisierung getan ist, dass die DrogenkonsumentInnen da in den Keller gegangen sind. Also vor allem bei Jugendlichen einfach viel weniger Leute eben Drogen nehmen, weil auch, ich denke, gerade für Jugendliche ist es auch interessanter, wenn etwas illegal und verboten ist. Also das ist halt häufig so. Ja. Dann habe ich mich selbst mal aufgesetzt. Was ich nochmal als Punkt beisteuern wollte, der tatsächlich, also der auch immer mit einhergehen muss zu einer Legalisierung einer Droge, ist eine bessere Aufklärung über eine Droge. Und wir haben momentan, also ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule aussah, bei mir in der Schule sah es so aus, zu Alkohol hatten wir eine zumindest ansatzweise Wirkungszusammenfassung mit so einer komischen Alkoholbrille, um zu sehen, wie man sich nach einem Promille fühlen soll, und so weiter und so fort. Da gibt es das zumindest in Ansätzen zu den kompletten illegalen Drogen, sah es bei uns ungefähr so aus, die Zusammenfassung, der, ich glaube, es war so ein Polizist, der die gemacht hat, sind illegal, damit hat sich das erledigt. Drogen sind böse. Das, was da halt dazugehört, und das kann man ja eventuell sogar an die Konsummöglichkeiten, ähnlich wie zum Beispiel bei dem Führerschein, anknüpfen, dass man irgendwie sich vorher 10 Theoriestunden, oder das heißt eine, zu der irgendwie sich einen stundenlangen Vortrag über Wirkungen, Nebenwirkungen, soziale Folgen und so weiter von der jeweiligen Droge, die man als nächstes konsumieren will, anhören muss. Da lässt sich ja, da sind ja durchaus Möglichkeiten gegeben, auch wenn man dann mehrfach Konsumenten eben anspricht, wenn man in den Coffeeshops oder Verteilmöglichkeiten selbst nochmal Infos anbietet. Das kann man auch zum Beispiel apothekenmäßig machen, wo der Apotheker dir Auskunft verpflichtet ist und dir auch zu den jeweiligen Medikamenten immer noch ein paar Infos dazu gibt. Zumindest wenn er sich halt jetzt an seine Vorgaben hält. Das sind ja alles Möglichkeiten, die vorhanden sind, die, ich glaube, tatsächlich eine präzise Aufklärung über eine Droge ist im Notfall abstreckender als die Tatsache, dass die Einteilung legal, illegal, vor allen Dingen solange so Drogen wie Cannabis oder LSD, Pilze oder sowas illegal sind, die wozu gegeben auch relativ wenig, verhältnismäßig einfach relativ wenig statistisches Material zu vorhanden ist im Vergleich zu Alkohol, wo unglaubliche Mengen, also wo man vielleicht auch gar nicht so viele Risiken kennt, weil auch nicht gut mit geforscht, weil auch illegal, also schwer mit zu forschen ist. Aber wenn man diese Drogen halt auch in den illegalen Raum reinsetzt, dann ist das für Konsumenten, wird dann die komplette Illegalität eigentlich abstrus, zumindest wenn man das, also zumindest aus meiner Sicht, weil wenn ich sehe, da ist eine Substanz, die weniger schädlich, oder zumindest meines Wissens nach weniger schädlich ist als Alkohol, die verboten ist, wenn auf der anderen Seite eben Alkohol legal ist, dann und ich davon dann meine Schlüsse auf, was weiß ich, Heroin oder so ziehe, was zumindest
für mich persönlich weitaus riskanter ist als Alkohol. Also auch jetzt dieser Statistik folgend. Wenn ich von diesem Punkt auf den anderen schließe, komme ich ja nicht zu der Idee, dass nur weil eine Droge illegal ist, sie schlecht für mich ist. Bisschen preis geredet, sorry. Simon. Ja, ich finde den Blick eigentlich ganz interessant, wenn man das Ganze mal umdreht. Es gibt ja Erfahrungen mit der amerikanischen Alkoholprohibition, wo halt in den 20ern und 30ern, glaube ich, in den USA, in fast allen Bundesstaaten, der Alkohol vollkommen verboten war. Das hat am Ende dazu geführt, dass die Leute alle nachher eine eigene Destille im Keller stehen hatten und gepanscht wurde bis zum Umfallen, und ihr Alkoholkonsum ist danach deutlich, deutlich gestiegen, was halt die normalen Nicht-Alkoholkonsumenten zwar nicht getroffen hat, aber die Leute, die sowieso dann halt schon ihre Destille im Keller hatten, dann auch doch deutlich mehr gesoffen haben. Und es halt eine unglaubliche Eskalation an Alkoholtoten, an zersplitternden Familien, an allem Möglichen gab. Dort ist das eben in der Fremdschädigung noch nicht mal mit einberechnet. Wir vergessen das ganz gerne, dass wirklich jedes dritte Kind von einem Alkoholiker später selbst zum Alkoholiker wird und dadurch diese Kette halt wirklich endlos weitergegeben wird. Und das Ganze in Deutschland schon allein in einem unvorstellbaren Ausmaß sich im Moment auslebt, dass wirklich jedes Jahr die 75.000 Toten haben. Das sind, glaube ich, jeden Tag um die 20. 2000. Ja? 20. Und wenn ich mir alleine so in meinem Umfeld angucke, wie viele Familien da doch sehr, sehr massiv drunter leiden, würde ich es eigentlich schon fast befürworten, dass zumindest harter Alkohol mit ähnlich strikten Vorgaben dann versehen wird, wie ich es halt eigentlich dann für Cannabis oder andere Drogen wollen würde, wenn die legalisiert werden. Also dass man halt da doch irgendwie nach dem skandinavischen Vorbild da doch sehr strikt gegen vorgeht, dass der Konsum so ausarten kann. Sebastian? Ja, was ich noch sagen wollte, war, dass laut Menschen, die selber noch nicht drogenmündig geworden sind im Bereich der illegalen Drogen, oft einfach auch durch Propaganda, falsche Informationen und ja, durch ihre Unwissenheit einfach Angst vor sowas schon mehr oder weniger haben und deshalb auch so vehement gegen eine Legalisierung sind. Und durch den Schwarzmarkt haben die natürlich auch kein positives Bild von diesen Substanzen. Ich habe jetzt niemanden auf der Redenliste mehr und wir haben jetzt das ist noch 9, ne? Ich lese. Das heißt, wir haben jetzt auch 2 Stunden. Ich würde vorschlagen, falls du noch irgendwie ein, zwei Sätze sagen willst. Ansonsten würde ich noch kurz was zum dem SDS sagen. Würde ich das Ganze zu Ende bringen, außer irgendjemand will sich jetzt noch melden. Okay. Ihr beiden noch, einigt euch. Ich habe dann auch ein bisschen Infomaterial auf den Tisch gelegt. Der Deutsche Handverband, der startet jetzt eine Petition im Deutschen Bundestag für die Legalisierung von Cannabis. Für den Fall, dass da einer sich den Text durchlesen möchte und unterschreiben möchte oder sonstiges Material mitnehmen möchte, kann er das gerne machen. Ich möchte nochmal allgemein darauf hinweisen, also dass mir bei den Aussagen relativ oft aufgefallen ist, dass ein naturalistischer Fehlschluss begangen wird. Das heißt, das ist aus der Philosophie, und das heißt, wenn man vom Sein auf das Sollen schließt. Und das ist logischerweise eigentlich nicht zulässig, weil man dann den wahren Kern der Sache verkennt. Also am Beispiel ausgeführt würde das bedeuten, nur weil weil eine Person X Cannabis konsumiert, heißt es nicht, folgt daraus nicht automatisch, ob sie das tun sollte oder nicht sollte. Also
das mir zu. Das eine ist halt der Fakt, und das andere ist der moralische Anspruch, den Person X daran stellt. Das ist ja mein persönlicher, ne? Und ich glaube, darum geht es in dieser ganzen Diskussion auch. Ja, es kann natürlich immer ein individueller Anspruch sein, aber es kann natürlich auch immer ein genereller Anspruch sein. Ich denke, dass es auf jeden Fall subjektiv ist und nicht objektiv ist. Also natürlich kannst du das subjektiv sehen. Entschuldigung. Für solche Gespräche würde ich jetzt einfach anbieten, dass wir zum Schluss kommen, noch zwei Sätze in Eigenwerbung. Wir treffen uns auch sonst mittwochs hier und diskutieren ein bisschen weniger und planen praktischer zu allen möglichen politischen Anliegen, die unsere Interessen sind. Wir sind, auch wenn sich das bei SDS nicht unbedingt so anhört, auch offen für alle jungen oder jung gebliebenen Menschen, die sich sonst politisch engagieren wollen. Jetzt naheliegend noch ganz kurz, am 9. September, also relativ zeitnah, ist eine Anti-Atom-Demo in Lingen. Wenn ihr da hingehen würdet, das ist nicht so weit weg, wäre das ganz cool. Da vorne müssten Flyer ausliegen noch. Und ansonsten, im Kühlschrank gibt es Getränke. Was die Drogen angeht, sieht es relativ mau aus, wir haben nicht mehr so viel Alkohol. wer kann und mag, sollen Euro in den Markt werfen dafür. Wer nicht, werden wir jetzt auch nicht hinterher sein, das ist basiert auf Spende. Ich fasse mich ganz kurz. Am 17. September sind in Enschede wieder GESA, AfD, die Rechte, Pegida, KKC, also der ganze rechte Schrott, keine Ahnung, diese bösen Menschen, die andere Menschen umbringen wollen und manchmal das auch wirklich tun. Die sind anwesend und sie verbreiten ihr Gedankengut öffentlich auf der Straße und das darf nicht passieren. Deswegen kommt alle nach Enschede, unterstützt die antifaschistischen Vereinigungen und sonstige Aktionen. Ja, wir werden uns freuen, euch da zu sehen. Sag nochmal das Datum. Das ist der Sonntag, der 17. Oh ja, kannst du ein paar Fresse aufmachen. Das war's. Bewegt euch.